Biberach an der Riß in Baden-Württemberg. In der Bleicherstraße am Stadtrand ist Endstation. Dieses Haus ist eine Obdachlosenunterkunft. Gut ein Dutzend Menschen leben hier, mal mehr, mal weniger. Michael gehört zum harten Kern. Er kam vor 10 Jahren in die Bleicherstraße. Einige haben Minijobs, die meisten aber sind arbeitslos und haben viel Zeit. Saufen zählt hier. Manche kiffen noch hier rum. Ne Scheiße. Sobald du dich wehrst, kriegst du eins aufs Maul. Leben in der Obdachlosenunterkunft. Auch junge Menschen wie der 20-jährige Julian sind hier gestrandet. Ich war schon seit 99 bin ich Heimkind gewesen. Und ja, da habe ich mich an keine Regeln gehalten, bin dann da rausgeflogen, habe bei einem Kumpel gewohnt, der dann auch seine Wohnung verloren hat. Ja, und seit so bin ich dann hier gelandet. Ein Haus am Stadtrand für die auf dem Abstellgleis. Dazu gehört auch die 38-jährige Alexandra. Seit knapp 3 Jahren teilt sie sich das Apartment mit Michael. Davor hatte sie einen Job, eine Wohnung, ein Auto. Irgendwann hatten das alle mal, bevor sie in der Bleicherstraße landeten. Die Biografien ähneln sich. Zuerst der Jobverlust, dann zu viel Alkohol, Obdachlosigkeit. Auch die Tage ähneln sich. Wenn es warm ist, wird gemeinschaftlich draußen getrunken, bei Kälte im eigenen Zimmer. Alexandra, genannt Alex, hat gerade den Kanal voll. Was suchst du eigentlich schon wieder? Ich suche nichts, ich schreibe eine Bewerbung. Warum willst du das machen? Warum schreibst du jetzt Bewerbung? Ja, dass ich eine Arbeit krieg. Ja, warum? Passt mein Job hier nicht in das? War das eine Scherzfrage? Ja, nein, eigentlich nicht. Ich will hier raus und ohne Arbeit kommst du hier nicht raus. Das kannst du vergessen. Ja klar, verstehe ich dich schon, ja. Was schreibst du für eine Adresse rein, wo du wohnst? Mit der Adresse, da kommst du nirgends voran. Von meinen Eltern. Also ganz blöd bin ich auch nicht, gell? Alex bewirbt sich als Postzustellerin. Früher, als sie noch ein bürgerliches Leben hatte, hat sie diesen Beruf gelernt. Ihre Jobsuche wird von ihren Eltern unterstützt. Zu ihnen flüchten wollte sie aber nicht, als ihr Leben aus dem Ruder lief. Ja, okay, ich bin in die Bleicherstraße runter zu den Leuten und nicht zu meinen Eltern, weil das wollte ich denen nicht antun, so wie ich ja selber drauf war, psychisch. Doch das Ganze, meine Eltern, die haben sich eh Sorgen gemacht und immer Angst gehabt. Und nee, das ging, das wollte ich nicht machen. Bis zur Eskalation war ihr Leben normal. Schulabschluss, eine Ausbildung, eigenes Geld. Es reichte für ein gutes Leben, für Urlaub, Haustiere und ein wenig Luxus. Bis sie den Falschen traf. Ich habe mich einfach mit dem absolut falschen Typen eingelassen. Ich war verliebt, das Herzle hat gesponnen. So, das hat mir jetzt davon. Ich habe alles für denjenigen gemacht, der ist bei mir in meine Wohnung eingezogen. Ich habe regelmäßig wirklich die Fresse voll gekriegt. Der hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Also allein auch das Psychische, was er mit mir angestellt hat. Irgendwann habe ich auch selber gerne mehr getrunken. Ich habe es einfach nicht ausgehalten, habe so mit Ach und Krach meinen Job noch gemacht, aber irgendwann war es dann Essig. Alles wurde für Alex zu viel. Gewalt, der Alkohol. Irgendwann funktionierte die junge Frau auch im Beruf nicht mehr. Ja, ich habe auch mehr getrunken gehabt damals und zu viel getrunken, den Arsch nicht mehr hochgekriegt. Irgendwann nachmittags bin ich auf mein Fahrrad, habe die Post zurückgebracht ins Postamt. Ja, machst du morgen. Ja, war halt der Abend, der war nicht so toll mit meinem Freund gewesen. Der hat es so weit getrieben, dass er am nächsten Tag nicht in die Arbeit gehen konnte. Ja, und dann hat man entdeckt, die Alte hat ja die Post gar nicht ausgetragen von gestern. Alex wird gekündigt. In ihre Wohnung traut sie sich nicht mehr. Sie sucht Zuflucht bei Freunden, trifft dort Michael aus der Bleicherstraße. Die hat schlechten Partner gehabt, schlechten Freund, wurde misshandelt, geschlagen und sowas. Dann kam sie zu mir und konnte ich nicht Nein sagen. Habe ich sie aufgenommen. Alex und Michael sind kein Paar. Sie leben wie gute Freunde zusammen, auf 12 Quadratmetern. Warmes Wasser gibt es nur gegen Münzeinwurf. Beide beziehen Hartz IV. Der Fernseher und der Laptop gehören Michael. Geschenke von Freunden. Also wirklich als Wohnen kann man das hier nicht bezeichnen. Das ist mal richtig Abhausen. Okay, das Sofa hier, das tut man dann ausklappen, vor den Tisch zur Seite. Ja, ich muss aufpassen, dass ich keine klaustrophobischen Anfälle hier bekomme. Hier ist der Kühlschrank. Lebensmittel, die meisten da drin natürlich, ne, ist ja sonst kein Platz. Das Bier. Hier wird gekocht, 2 Herdplatten, Funktionsgrill. Ja, also ein Lebensgefühl ist es hier mal garantiert nicht.
Das ist einfach nur, ich sehe das einfach als Überbrückung, bis ich hier endlich draußen bin. Füße stillhalten, gucken, Augen zu und durch. Auch wenn sonst alles knapp ist, Alkohol ist immer im Haus. Der Rausch ein Dauerzustand. Ein Kreislauf, aus dem es für Alex nur einen Ausweg gibt. Alkohol ist für mich kein Thema. Solange ich nicht in der Bleicherstraße sitze, festklebe, da bleibt einem doch gar nichts anderes übrig. Also irgendjemand da unten nüchtern, das gibt's gar nicht. Ja, und das ist ja auch mit ein Grund, dass ich da raus will. Also es gibt ja nur Gründe zum Rauswollen, aber es gibt keinen einzigen Grund, da unten bleiben zu wollen. Ne, wenn ich da unten weg bin, dann, das ist eigentlich, da ist mein Leben wieder in Ordnung. Fertig, da mache ich mir gar keine Sorgen. Von da unten der Bleicherstraße wieder nach oben, aber wie? Einige Tage nach ihrer Bewerbung bekommt Alex einen Anruf. Sie darf sich als Postzustellerin vorstellen. Dieses Bewerbungsgespräch ist, scheint mir so ziemlich meine letzte Hoffnung. Ja, ich meine, ich bin nicht mehr die Jüngste. Andere mit 20 haben es schon schwer, einen Job zu kriegen. Ich bin nicht geboren fürs Fließband, für die Fabrikhalle, was weiß ich, und stehen und irgendwas fummeln und lauter Krach und lauter Leute um mich rum. Ich gehe lieber raus, bin in Bewegung, hab meine Ruhe einfach, ich will einfach nur meine Ruhe. Bei einem Discounter kauft sich Alex ein neues Oberteil für das Vorstellungsgespräch. Davon hatte sie mehrere in den letzten Jahren, ohne Erfolg. Und das Arbeitsamt wollte sie zuletzt vor allem für Aushilfsstellen vermitteln. Das wollte Alex aber nicht. Bei dem Outfit, ey, da schaffst du, da kriegst du einen Job. Ja, das denke ich auch. Das Bewerbungsgespräch, ja, wirklich, ey. Doch, das passt. Guck dir die Haare an, dein Gesicht, ey, das passt zusammen. Ja, übertreib jetzt nicht, okay? Nein. Ich will nur Briefe austragen, okay? Das passt. Mit dem Outfit kriegst du einen Job. Drück mal einfach die Daumen. Ja. Ja, danke, ja. Ja, was mir jetzt Angst macht bei dem Bewerbungsgespräch, ja, dass ich halt doch keine Chance habe, dass sie mich nicht nehmen und meine Reaktion drauf selber. Kann sein, ich sauf mal abends die Rübe zu. Die anderen sind ja eh am Trinken, dann hockt man sich ja gleich dazu. Ja, jetzt ist eh wurscht, jetzt ist eh egal, ich habe ja eh keinen Job bekommen. Vor was soll ich denn noch nüchtern bleiben? Und ich habe ja eh nichts zu tun. Kann ich ja auch trinken. Eine Stunde dauert die Zugfahrt nach Friedrichshafen. Bis zu ihrem Vorstellungsgespräch hat Alex noch viel Zeit. Sie will unbedingt pünktlich sein und einen guten Eindruck machen. Sie wartet in einem Café, dafür reicht das Geld nach dem Kauf der Fahrkarte noch aus. Unter diesem Druck würde Alex normalerweise zur Flasche greifen. Okay, Vorstellungsgespräch, ich bin schon nervös. Da hätte ich vielleicht schon ein bisschen was trinken, aber nein. Dann kann ich es ja gleich vergessen, kann ich gleich nach Hause fahren. Gegen 15 Uhr muss Alex zu ihrem Vorstellungstermin. Es geht um einen Job, bei dem sie 1700 Euro brutto verdienen würde. Die Firma, bei der sie sich vorstellt, ist ein privates Postunternehmen. Das Kamerateam ist bei dem Gespräch unerwünscht. Wir warten draußen. Erzähl, wie ist es gelaufen? Saugen? Ja, ich hab den Job, ja. Ja, hab ich gekriegt. Ja. Wie hast du das gemacht? Ich bin einfach da rein und habe mit ihm geredet. Und das ist ein ganz netter, muss ich sagen, mein Chef. Und er hat mich auch nicht gefragt, warum ich aufgehört habe damals bei der Post. Gar nichts. Er hat halt sich auf meine Zeugnisse berufen, was ich ihm ja geschickt habe. Ja, und das ist genau das Richtige, ne? Ich war lang dabei. Ich bin vom Fach. Fertig, aus. Alex will ihren Erfolg teilen. Sie ruft nicht in der Bleicherstraße an. Die ersten, die wissen sollen, dass sie auf dem Weg zurück in ein normales Leben ist, sind ihre Eltern. Ja, Mama, ich bin's. Hi. Und was denkst du, wie ist gelaufen? Doch. Doch. Hab ich. Ohne Witz. Wo ist Papa? Ist auch da. Ja, natürlich gehe ich aus der Bleicherstraße. Jetzt wird alles anders. Jetzt geht's richtig los. Ja, jetzt fängt das Leben wieder an. Na, nee. Also ihr braucht euch gar keine Sorgen mehr machen. Ja? Alex' Leben ist auf den Kopf gestellt. In der obdachlosen Unterkunft ist davon noch nichts zu spüren. Der Tag ist wie jeder andere. Zusammensitzen, trinken. Wird sich daran etwas ändern, wenn einer von ihnen einen Erfolg vorzuweisen hat? Ich hab den Job. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Danke. Hey, das gönne ich dir wirklich voll. Und wann fängst du an? Zum Ersten. Zum Ersten und dann wieder weiter. Okay. Wohnung suchen?
Wohnungssuche. Ja klar, Mann, jetzt geht's aufwärts. Willst du wirklich ausziehen hier? Ich muss. Schade, ey. Schade, dass du gehst. Schade, Alex. Ganz ehrlich, schade. Nein, ich find's nicht schade. Ja, aber sieht man dich ja gar nicht mehr. Ja. Doch. Ich geh ja nur zum Arbeiten. Ich wandere ja nicht aus, ne? Ja, wenn du eine andere Wohnung hast, wer weiß, ob du dann wieder irgendwie hier mal zu Besuch kommst oder so. Ja, wenn es weiter weg ist, dann wird es halt schwierig, ne? Aber ihr könnt mich ja dann besuchen kommen. Alex hat die Power. Alex hat die Kraft, hier rauszukommen. Sie hat was gemacht und kommt hier raus. Sie schafft das. Aber ich bin irgendwie zu weich. Ich pack das nicht. Ich würde mich so wahnsinnig freuen, dass es wirklich schaffen ist. Und ich freue mich. Komm, gib mir 5. Ja, okay, mach was draus aus deinem Leben. Mach ich. Ja. Gesprochen. Wir versuchen es auch, dann sprung ich auf hinten. Ja, mach das. Und du machst es auch. Okay. Jetzt habe ich den Job und das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist eine, ja, eine gescheite Bude. Also, ja, schön dicht, isoliert, nicht schimmelig. Ja. Ja, und ich brauche jetzt eine und ich gucke, dass ich jetzt eine bekommen kann. Ich meine, ich habe jetzt einen Arbeitsvertrag, den kann ich vorlegen. Ja, dann schauen wir mal, wie das klappen wird. 2 Wochen später zurück in Friedrichshafen. Ohne Gehaltsnachweis, nur mit einem Arbeitsvertrag, hat Alex nur eine einzige Wohnung gefunden, die sie sich wenigstens ansehen darf. Die Eigentümerin ist Ausländerin, eine Frau Pilotta. Hallo, grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Frau Haufe. Pilotta, mein Name. Angenehm. Ja. 51 Quadratmeter, nichts schimmelt. Die Küche ist voll ausgestattet, ein kleines Bad gibt es auch. All das für 360 Euro warm. Mit ihren 1700 brutto könnte sich Alex das locker leisten. Und sie braucht dringend eine Wohnung in Friedrichshafen. Das hatte ihr neuer Chef zur Bedingung gemacht. Die Eigentümerin weiß über Alex Bescheid. Sie weiß auch, wie es ist, neu anfangen zu müssen. 1999 ist sie vor dem Balkankrieg nach Deutschland geflohen. Ja, wenn wir ehrlich sind, wir machen alle Fehler und wir haben alle Schwierigkeiten im Leben. Und ich denke mal, die Menschen muss man auch unterstützen und nicht einfach in die Schublade stecken. Gut, jetzt von meiner Seite, ich sehe jetzt keine Schwierigkeiten hier. Kann ich Ihnen dann gratulieren. Sie können die Wohnung haben, wenn Sie wollen. Puh, echt jetzt? Das ist jetzt ein Witz, oder? Nein. Das gibt's ja nicht. So viel Glück ist fast nicht zu fassen, aber es ist wahr. Alex ist zurück im bürgerlichen Leben. Einige Tage später, eine Abschiedsfeier. Alex möchte ihren letzten Abend in der Bleicher Straße mit allen feiern. Aber nicht jeder freut sich mit ihr. Ihr Mitbewohner Michael realisiert langsam, was Alex neues Leben für ihn bedeutet. Und es ist ein Mensch, der ein bisschen Verstand hat hier in der Bleicher Straße und nicht nur säuft, sondern Hirn hat und sie baut ab. Hey, was ist los? Alex, ich hab dich gar nicht lieb, dich. Du hast Hirn, du hast Verstand. Man kann mit dir reden. Wenn du weg bist hier, guck dich doch um. Hey, ich bin nicht aus der Welt. Ich meine, lass dich bitte nicht hängen. Bitte, komm du mir das jetzt nicht an, ja? Soll ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Nee, das nicht, aber du wirst mir fehlen, ich brauch dich. Knapp 3 Jahre haben die beiden zusammengelebt. Michael war Retter, Beschützer, bester Freund. Doch Alex war immer klar, dass sie irgendwann wieder geht. Kaum etwas gehört ihr in diesem Zimmer, außer ein paar Kleidungsstücken. Und die sind in wenigen Minuten gepackt. Ich find's scheiße, dass du gehst, aber... Ich find's gut. Aber den Wunsch schon, okay? Mit dir auch, okay? Ich hoffe... Das wird schon. Alex, ich hab dich wahnsinnig lieb. Bitte melde dich wieder. Ja, natürlich, Mann. Ich komm auch vorbei, Mann. Ja. So schnell kriegst du mich nicht los, okay? Okay. Wenn du Hilfe brauchst, ruf mich an. Also ich gehe jetzt schon mit gemischten Gefühlen. Klar, neue Zukunft, also Arbeit, Wohnung ist eine neue Zukunft für mich. Aber hier sind meine Freunde, die Leute, die mir geholfen haben. Und die muss ich zurücklassen. Denen geht's ja auch nicht so toll. Ja, ich bin schon traurig. Aber auch irgendwo froh, ist ja klar.